Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute ist der Tag wirklich richtig toll, weil das Wetter so toll ist. Wir haben uns gut eingefügt nach unserem Mini-Kurzurlaub im Tropical Island. Wir haben heute, was haben wir einen Tag? Dienstag, glaube ich. Ja. Ich muss das mal überlegen. Also Dienstag haben wir. Ich habe es nicht so mit den Tagen. Ich dachte irgendwie schon für Donnerstag. Ich keine Ahnung. Und ja, es ist richtig warm. Ich glaube, wir haben bestimmt 30 Grad oder so. Ben ist ein bisschen schlecht gelaunt. Der ist im Auto eingeschlafen. Der ist jetzt aber unten mit mir im Keller. Und die wollen ja einfach spielen. Und ich wollte euch was zeigen. Heute wollte ich mich mal so ein bisschen im Garten austoben. Wir haben gestern hier, ich stehe ja gerade auf unserer Terrasse, und wir haben gestern hier unser Sonnensegel, unser altes, da oben seht ihr es, angebracht. Und zwar war hier das Problem, oder ist das Problem, dass es Südseite, die Terrasse, ich kann gar nicht mehr richtig reden, ne? Ich rede immer ohne Artikel, das ist total doof. Also, das hier ist die Südseite und dadurch ist es natürlich immer, ja, richtig hell und viele finden das immer richtig toll. Die ganzen Nachbarn sagen immer, oh boah, ihr habt voll den tollen Garten, weil ihr das auf der Südseite habt. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der Sonnenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, Sonne ist schön, aber ich mag es überhaupt nicht so mega in der Sonne zu sitzen. Oh, da ist Lucky. Und deswegen ist es für mich eher Nachteil. Also ich hätte gerne den Balkon oder die Terrasse eigentlich auf der anderen Seite gehabt, aber ist okay. Und ja, weil es halt immer so heiß hier ist und du kannst hier halt einfach nicht sitzen, haben wir gesagt, wir brauchen Überdachung oder irgendwas brauchen wir. Und jetzt haben wir uns erstmal grob für dieses Sonnensegel entschieden. Das habe ich ja von Hannover mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt hatte. Genau, das habe ich da mitgemacht. Das war in der Kinderecke damals. Und ja, das war jetzt erstmal die günstigste Variante und das liegt hier schon seit 2-3 Wochen und so oder so. Und da habe ich jetzt erstmal zu Koya gesagt, komm, lass uns das doch jetzt endlich machen. Und gestern Abend war eigentlich der perfekte Tag dafür, weil es dann halt nicht mehr so sonnig war. Wenn du das jetzt bei 30 Grad hier aufhängst, dann guckst du erstmal die ganze Zeit gegen die Sonne und es ist einfach zu heiß und so. Und gestern Abend hatten wir einfach noch Zeit und dann haben wir, glaube ich, um 20.30 Uhr hier angefangen und haben das Sonnensegel halt aufgebaut. Und ja, ich bin mega begeistert. Ich finde auch das Rot, das sieht man jetzt gar nicht so doll, aber das macht halt so eine richtige angenehme, ja, Atmosphäre. Es ist halt so richtig gemütlich. Was mich noch so ein ganz kleines bisschen stört, aber da kann das Sonnensegel ja nichts für. Und zwar hier seht ihr genau, bis wohin das geht. Ne? Hier Lucky liegt noch in der Sonne. Das heißt, eigentlich ist nicht alles überdacht von der Terrasse. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier immer wieder abwischen, ne? Wenn man hier sitzen würde, dann wäre man halt immer noch sonnig. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass wenn ich halt hier so hoch gucke, da ist halt die Sonne, ne? Und dass ich damit da halt nicht so geblendet werde. Also für mich ist das Blenden halt nochmal schlimmer. Also ich kann mich halt in Schatten setzen, das ist okay. Aber wenn man dann immer geblendet wird von der Sonne, das finde ich halt auch ganz, ganz schlimm. Und was ich richtig, richtig toll finde, ist diese Ecke hier mit diesem ganzen Grünzeug. Und ach, das sieht einfach so gemütlich aus. Und ich bin richtig froh, dass wir das gemacht haben. Ja, jetzt wollte ich mich jedenfalls darum kümmern, dass ich da hinten, da ist die Bank. Und da wollte ich die Sachen abbeziehen und waschen und dann wieder kurz hier hinhängen, weil in der Sonne trocknet das richtig schnell, kurz hinhängen und dann wieder drauf beziehen, dass das einmal gewaschen wird, weil das war voll mit Blut und Pollen. Hier drin ist richtig angenehm. Jetzt kommt Ben hoch. Ben ist traurig, der möchte Lego spielen und mir hat gerade gesagt, wenn es regnet, machen wir Lego. So, ich muss immer aufs Klo, dann nehme ich euch nicht mit und dann mache ich mal weiter. So, hier unten im Keller, ich habe gerade vergessen, das Licht anzumachen, ist es mega angenehm. Richtig schön cool. Ich weiß schon, was ich dann im Sommer machen werde, wenn es einfach zu heiß ist. Dann werde ich bestimmt Koya hier im Keller oder so übernachten. Mia meinte gerade, sie möchte die Heizung anmachen, weil ihr zu kalt ist. Die hat sie ja wohl nicht mehr alle. Also bitte. Obwohl, wir haben hier nur 25 Grad im Schatten. Bei der Sonne ist es, weiß ich nicht, 35 gefühlt. Ja, also ihr ist zu kalt. Aber sie wird trotzdem mal ein Eis essen. Ihr kennt das ja mit den Kindern. So, ich zeige euch jetzt mal unseren Pool. Habe ich euch unseren Pool eigentlich schon gezeigt? Oh, ich bin mir jetzt so unsicher. Ich zeige ihn euch mal. Hier steht er. Wie ihr sehen könnt, ist er schief. Das erkennt man hier, weil hier ist er voll und hier ist er niedrig. Aber ja, das liegt daran, dass halt hier alles nicht so gerade ist. Ne? Hier ist alles schief und unser Haus steht ja quasi auf so einem Hügel. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Und das Wasser war vorher so richtig bräunlich. Das ist Brunnenwasser. Deswegen
war es halt bräunlich. Aber dadurch, dass wir die Pumpe immer jeden Tag anmachen, ist es dann hell geworden. Ich muss es auch immer in Chloren. Also ich hatte so ein Chlorset mal vor, weiß nicht, das ist schon richtig lange her, ich glaube vor 4 Jahren oder so, gekauft. Und da ist immer noch was drin. Also ich chlore halt immer nur so ein bisschen. Genau. Deswegen hält das auch so lange. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier mal zeigen. Hier, guck mal, das ist alles sandig und dreckig. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall mal waschen. Und das habe ich schon abgezogen und kommt jetzt erstmal schnell in die Waschmaschine bei so einem Schnelldurchgang, damit ich das schnell wieder halten. Oh Gott, was war das denn gerade? War da ein Vogel? Oh, und eine Katze auch. Hallo Lucky. Hallo. Mein Schatz. So, ich mache jetzt erstmal weiter, sonst komme ich hier zu gar nichts. So, ich habe jetzt hier den Staubsauger. Wie komme ich denn? Ich habe solche Wortfindungsstörungen. Den Rasenmäher angemacht. Ich wollte jetzt hier so ein bisschen Rasen mähen. Ach, was ist mit dir los? Mama. Hast du einen Einsatz? Nein. Oh, was dann? Ich muss heute Steine holen. Okay. Genau, also ich wollte hier nochmal Rasen mähen. Und diesen Busch finde ich total hässlich. Und der soll weg. Weil ich finde, diese Rasenfläche wird halt genau durch den halt unterbrochen. Das will ich will halt eine große Rasenfläche haben. Deswegen will ich, dass der Busch da wegkommt. Und dann habe ich Koya eben gerade noch gefragt, ob er nicht, also der ist gleich zu Hause, wir haben es jetzt aber schon 20 vor 5, ob er nicht hier bei diesem Sonderpostenbaumarkt mal vorbeifährt und nochmal so eine Gartenschere holt, so zum Knipsen, ne, wo man so Äste mit abknipsen kann. Wir haben nämlich gefühlt irgendwie 3 so Riesendinger, aber keine so kleine. Und damit wollte ich jetzt halt diese Äste abknipsen und hier allgemein nochmal so ein paar Äste knipsen. Dann haben wir uns gestern online einen Häcksler bestellt. Hätte ich auch nicht gedacht. Also wir hatten damals ja einen Garten, da habe ich auch schon gesagt, also ein Häcksler wäre so gut, also wo wir so einen Schrebergarten hatten. Und ja, dann bei uns brauchten wir jetzt keinen mehr, aber hier können wir den echt gut gebrauchen, weil wir haben hier ganz oft mal so Äste oder zum Beispiel hier, seht ihr das? Ich sehe es leider nicht mal in der Kamera. Ich weiß nicht, ob man es da irgendwo sehen kann. Aber da ist so Bambus, was man eigentlich im Herbst abschneiden muss. Dann wächst das halt neu nach. Das wurde jetzt hier irgendwie nicht gemacht. Und zum Beispiel den, das ist halt mega lang. Das kann man dann halt einfach abschneiden mit dieser Schere, die Koya jetzt kauft. Und dann halt einmal durch den Häcksler. Und dann nimmt das nicht so extrem viel Platz weg. Weil sonst muss man ewig oft zum Wertstoff hochfahren. Und vor allen Dingen ist es hier wohl so, dass man bei so einem kleinen Anhänger, wie wir den jetzt haben, bezahlen wir, glaube ich, um die 9 Euro für den Anhängervolumen voll. Ne? Und dann macht es natürlich mehr Sinn, da viel reinzubekommen vom Gewicht her, als wenig, weil man halt 9 Euro pro Volumen zahlt und nicht pro Gewicht. Ne? Genau. Und ja, jedenfalls will ich diesen Busch da wegmachen. Mal gucken, was Koya da gleich zu sagt. Und die Sachen, hier liegen auch so ein paar Sachen schon, die haben wir auch schon abgeknippt, als wir den Pool dahingestellt hatten. Mussten wir so ein bisschen Platz machen. Und das werden wir dann Mittwoch, so der ankommen, Mittwoch dann halt durch den Häcksler machen. Und ja, das werde ich erstmal an irgendeiner Stelle dann sammeln. Und ja, wir müssen auch hier unbedingt nochmal Rasen gießen dann heute Abend, ne, weil sonst verbrennt der. Das ist alles noch, also wenn ich mir die Beete so angucke, das ist halt echt noch wild, ne? Aber es gefällt mir trotzdem und ja, ist auf jeden Fall schöner, als wenn hier nichts gewesen wäre und wir hätten ganz von vorne anfangen müssen. Das wäre richtig doof gewesen, deswegen. So, jetzt werde ich den Rasen mähen, dass wenn Koya kommt, der Rasen wenigstens schon mal gemäht ist. Ich habe übrigens eben gerade noch ein Video geschnitten. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich irgendwie vernachlässigt. So, jetzt wird natürlich erstmal Pause gemacht. Ich habe immerhin schon mal den Rasen gemäht. Aber ich habe gerade Koya gehört, der kommt jetzt gleich. Ich habe Wassermelone, Kaffee, einen Kiba für Koya. Wenn da Kinder sind, die mitgucken, hört nie auf eure Eltern. Nein, das macht ihr natürlich nicht. Weil Mama hat gesagt, halt hinten im Auto ist nur Müll drin, dass sie wegbringt. Mhm. Und dann habe ich da geguckt. Und mir hat gesagt, ihre Meerjungfrauenflosse ist da. Und ich habe es ihr nicht geglaubt. Die sind sauber, ja. Also so sieht die Meerjungfrauenflosse nicht aus, aber da kommt noch ein Überzug drauf. Ja, und sie hat dann trotzdem geguckt und ich hatte Unrecht. Ich dachte, da wäre wirklich nur Müll drin, weil ich wollte eigentlich heute zum Wertstoffhof. Aber ich habe es vergessen. Ich bin einfach nach Hause geworden. Habe es vergessen. Deswegen ist ist noch ein bisschen Sperrmüll in meinem Auto. So, wir essen jetzt erstmal ein paar Melonen bei dem Wetter.
So, Koya ist immer noch dabei, das rauszumachen, die Wurzel. Das ist halt echt krass. Und ich habe jetzt eben, die Kinder sind übrigens im Pool. Man hört's. Ich habe jetzt eben gerade diesen Strauch da weggemacht. Und ja, den werden wir dann auch häckseln. Ich lasse es jetzt mal hier liegen. Wenn der Häcksler da ist, wird das alles da reingemacht. Und das sind auch alles Häckselsachen. Ich habe irgendwas im Hals. Ja. Und dann haben wir hier einen größeren Garten. Ich finde, das wirkt richtig gut. So, mittlerweile haben wir schon 7:30 und die Sonne ist weg, Gott sei Dank. Das hat mich irgendwie genervt. Ja, wir haben ein bisschen die Zeit so vergessen, würde ich sagen. Wir haben hier ordentlich was geschafft, finde ich. Ja, ich wollte euch jetzt erstmal die Beete zeigen. Also, wie gesagt, ich habe es nur grob gemacht. Ja, Mia? Du darfst mitzeigen. Dann komm her und dann kannst du zeigen. Ben ist ja auch noch irgendwo unterwegs. Eigentlich müsst ihr ja schon um 19 Uhr ins Bett gehen, aber ja. Dann erzähl mal, was hier alles ist. Also ich habe hier wirklich so ein bisschen Grünzeug weggemacht, damit ich das einpflanzen kann. Ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Aber das sind auf jeden Fall eingepflanzte Sachen, die man essen kann. Und das hier ist, glaube ich, Katzenminze. Und genau, da hast du schon mal recht. Also das hier ist Katzenminze. Das ist Rosmarin. Der wächst eigentlich auch immer ganz gut, deswegen habe ich den in der Mitte gemacht. Das hier ist leider schon so ein bisschen vertrocknet gewesen, weil ich das so spät eingepflanzt habe. Ich hoffe, das erholt sich noch. Das ist Maggi-Kraut. Kennt ihr Maggi-Kraut? Das ist, glaube ich, Liebstöckel. Das ist richtig cool für Soßen und Suppen und sowas. Kann ich dir auch zeigen, die schon gemacht wurden? Ja, kannst du gleich machen. Und das hier ist, glaube ich, noch eine Tomate. Da bin ich mir nämlich gar nicht mehr so sicher, was das war. Da war der Zettel schon weg. Genau. Und was haben wir hier? Das hier ist Minze. Genau. Die wächst auch immer sehr groß. Und das hier ist Gemüse. Chili. Chili, stimmt. Chili. Und das war eine Tomate, die hatten wir schon. Da habe ich jetzt einfach nur so einen Stab genommen. Und zwar haben wir diesen Stock hier. Das ist hinten dieser Bambus, den wir da haben. Mein Wanderstock. Genau, habe ich einfach abgeschnitten. Und dann ist das richtig gut für Tomaten. Mhm. Und also für alles, was so rankt. Das hier ist auch Tomaten, glaube ich. Genau, das sind auch beides Tomaten. Das sind aber andere. Das sind solche kleinen Tomaten. Das sind größere Tomaten. Ich bin mal gespannt. Andere. Ja, eine andere Sorte. Das sind. Ja. Genau. Und da hatten wir auch noch was Schönes eingepflanzt. Und darunter geht die Leitung. Deswegen darunter geht eine Wasserleitung. Genau. Und das sind. Was ist das? Weißt du das noch? Das ist. Tomaten. Blaubeeren. Blaubeeren, das genau. Das sieht auch so aus. Genau, hier und hatten. Hier Johannisbeeren, ja, rote Johannisbeeren. Die sind noch in diesem Jahr, werden bestimmt noch frisch. Und die genau. Auch. Also das sind beides Johannisbeeren, also oder Stachelbeeren, ich weiß gar nicht, wie die denn heißt. Diese roten Früchte, die so ein bisschen das sauer sind. Johannisbeeren. Nee, das sind werden diese. Himbeeren, mein Schatz. Ach so, weil es gibt noch die noch in Dunkel. Das sind dann Brombeeren. Ja. Genau, das haben wir jetzt geschafft. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen den Rand so ein bisschen gekürzt. Und dann haben wir hier den Busch in der Mitte rausgemacht. Haben die schon gesehen. Und dieses Bambusding. Genau, also Busch in der Mitte raus, dann haben wir ein bisschen Blumenerde jetzt reingemacht. Und wir haben jetzt leider keine Rasensamen. Wir dachten, wir hätten noch welche. Die holen wir dann noch. Ja, und den Busch. Und wie gesagt, den Busch, den häckseln wir. Morgen soll der übrigens ankommen, der Häcksler. Morgen ist nämlich schon Mittwoch. Was ist häckseln? Das ist wie so ein Schredderer, wo man... Darf ich schreddern? Da müssen wir noch mal gucken, wegen den Fingerchen, ne? Das darfst du aber nur mit uns zusammen machen. Darf ich dann schreddern das Papier? Das Papier, das du schreddern. Naja, und das wird, muss alles gehäckselt werden. Nein, das heißt, ihr so eine Schreddermaschine wie du hast. Genau. Ja, das muss jetzt geschreddert werden und dann in Tüten. Aber wir haben schon richtig viele Tüten jetzt. Also, gehen wir hier. Ja, das sind wirklich viele. Übrigens habe ich das hier gekauft. Das ist richtig cool. Da kann man richtig viel mit auffegen, weil da einfach für mich viel reinpasst. Das kann man nehmen, auch manche so zu einem... zu so einem Park oder so. Zum Aufregen. Genau. Biotonne steht auch schon draußen. Die ist nämlich morgen dran. Da haben wir auch ein paar Sachen noch reingepackt. Ja. Und das hier sind alles noch Sachen, die weg müssen. Hier ist zum Beispiel die Wurzel von dem Busch jetzt drin. Die ist vorher ausgegraben. Und das sind alles Sachen, die hier so voll sind. Also nicht immer ganz oben voll, aber ich muss die auch noch ausleeren können. Und wir hatten halt mehr irgendwann bei... Ich glaube, bei Lidl oder so solche Tüten gekauft. Zum Glück. Und da hinten, hinter Koyas Auto, ist quasi der Anhänger. Der ist auch und wir hatten das jetzt eigentlich für Samstag geplant, weil freitags ist zwar deren langer Tag, aber Freitag hat Koya keine Zeit, weil der noch zum TÜV mit seinem Motorrad muss. Und also der ist schon einen Termin gemacht. Zum TÜV. Bei Oppi. Ja, das muss man alle 2 Jahre muss man Autos und Motorräder überprüfen.
Genau, deswegen klappt das Freitag nicht, aber das haben wir uns für Samstag jetzt geplant, dass wir dann den Anhänger voll machen und das zum Wertstoffhof fahren. Da werden bestimmt richtig viele Leute hinfahren, deswegen müssen wir so früh wie möglich am besten, ne? 4.30 Uhr. 4.30 Uhr. Genau. Jetzt muss ich unbedingt erstmal den Tisch sauber machen. Wir haben ja die ganze Melone aufgegessen. Und jetzt gibt es erstmal Abendbrot und die Kinder müssen eigentlich. Wo ist eigentlich dein Bruder jetzt? Die ganze Zeit weg. Hä, der war doch eben gerade noch hier. Nein, der süße Junge ist weg. Der ist, glaube ich, nur im Zimmer. Ich dachte, der wäre noch hier. Wir machen jetzt erstmal Abendbrot für die Kinder und. Heute spielt übrigens Deutschland gegen Frankreich. Ich habe es mir gemerkt, siehst du? Und wo spielen sie? In Bayern, München. Und Mama, Montenegro spielt auch gegen irgendein Land, hatte. Und wir haben halt in der Schule jetzt so einen Plan gemacht, da tragen die immer ein, wie viele Tore. Und wir haben heute geschätzt, welche ist. Ich glaube, ich habe bis 1-2 für Frankreich. Und dann gucken wir das morgen an und gucken, und wer gewonnen hat, also wer es richtig gemacht hat, der darf sich ein Spiel aussuchen, was wir spielen. Ja, das ist richtig cool, ne? Und wenn Frau Sommer und Frau Sommer haben gesagt, wenn gar keiner recht hatte, dann suchen wir das Spiel aus. Ja, super. Genau, also ich mache das jetzt erstmal. Ich muss mal gucken, ob die Sachen, die ich jetzt aufgehängt habe, schon trocken sind. Ja. Also ein bisschen klamm noch, aber das ist nicht schlimm, weil wir lassen die ja sowieso auch im Regen und so draußen. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn das noch ganz bisschen klamm ist. Das trocknet auf jeden Fall richtig schnell wieder. Genau, also erster Schritt ist jetzt Essen machen. Hier, guck mal, das haben wir alles aufgegessen, die ganzen Schale. Erster Schritt ist jetzt Essen machen. Komm, hier ist ein Büro. Und dann gehen die Kinder ins Bett und dann machen wir hier noch ein bisschen sauber. Ja, Mia, es ist schon 7:30. Morgen früh werde ich wieder nöhende Kinder haben, die nicht aus dem Bett kommen. Ja, manche gehen auch erst um 8. Ja, manche müssen auch nicht eine Dreiviertelstunde fahren. Wir müssen schon 7:15 aus dem Haus, ne? So oder so mal. Was würde ich jetzt sagen? Genau, dann machen Koya und ich hier noch ein bisschen klar Schiff und dann kann Koya Fußball gucken. Das können wir eh nur im Wohnzimmer gucken, weil wir nur im Wohnzimmer richtiges Fernsehen haben. Sonst haben wir halt immer nur Netflix und so. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen zu lernen, mal gucken, ob ich das jetzt noch mache und ob ich da jetzt nicht so viel Lust zu habe, mal gucken. Weil ich bin schon ein bisschen K.O., ne? So arbeiten und dann im Garten, also im Garten macht es halt mega viel Spaß und ist auch richtig schön dafür, wenn man den ganzen Tag halt im Büro sitzt, ist das halt einfach mal schön, sich so zu bewegen. Aber ja, schauen wir mal, jetzt gibt es erstmal Essen für die Kinder. So, also auf Lernen habe ich jetzt heute keinen Bock mehr, es ist 8:50, Koya guckt da Fußball. Ich mache mir jetzt erstmal einen Toast. Das wird jetzt mein Abendbrot. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Fußball gucken, ehrlich gesagt. Ich habe schon zu Koya gesagt, ich werde jetzt irgendwie Toast essen. Und dann werde ich ins Bett gehen, aber er kann gerne Fußball gucken. Ich gucke ein bisschen irgendwie YouTube, Instagram. Das, wo er sonst mal keinen Bock hat, das zu gucken. Und dann falle ich, glaube ich, K.O. ins Bett. Also lernen schaffe ich heute nicht mehr. Ich bin halt echt mega K.O. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, der Tag. Und ihr habt unseren Garten gesehen. Und wir haben ja immer noch hier vorne den Garten, also den Hintergarten. Also hinten ist ja nochmal ungefähr fast die gleiche Fläche. Unser Haus steht ja relativ mittig. Deswegen haben wir vorne einen Garten, hinten einen Garten. Und viele denken nochmal so, boah, ihr habt gar nicht so einen großen Garten. Aber die wissen halt nicht, dass wir hinten nochmal ungefähr die gleiche Fläche nochmal haben. Und ja, das wird auch noch meine Arbeit, aber jetzt erstmal vorne. Und ja, genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!